Die Sendung wird präsentiert von iDynamics, der innovative Softwarepartner für Unternehmen in der Bau- und Gemüsebranche. Das ist Salomén Pfammatter aus dem Wallis. Sie ist leidenschaftlich auf Social Media unterwegs. Auf Instagram heisst sie Hallo Salo. Es fällt auf, dass sie viel Wert auf Ästhetik legt. Die Grundstimmung ist positiv. Das war aber nicht immer so. In ihrem Tagebuch ist alles festgehalten. Wie sie getrieben ist vom Partymachen und hochtourig unterwegs sind. So fest, dass sie auf der einen Party eine dramatische Erfahrung macht. Und wie das alles angefangen hat mit dem Partymachen, das erzählt sie mir im Luzernischen z'Malters. Herzlich willkommen zum Fenster zum Sonntagtag und ich sage herzlich willkommen, Salomén Pfammatter. Merci für die ersten Eindrücke, die wir bekommen haben aus deinem Tagebuch, aus deinen persönlichsten Einträgen. Wir sind hier nicht im Wallis, sondern wir sind im Luzernischen an einem schönen Ort. Und jetzt bin ich gespannt, wie du uns mitnimmst in deinen Alltag, an dem Punkt in deinem Leben, wo es richtig losgegangen ist mit dem Partyleben. Da bist du 14 gsi. Was hat denn dazu geführt, dass du die grosse Party reingestiegen bist? Ja, also irgendwie, wenn du mit den Walliser redest, tatsächlich ist es sehr häufig, dass es wie eigentlich normal ist, dass man so früh, jedes Wochenende, Freitag, Samstag, einfach absolut in den Suff geht. Und bei uns ist das, ja, es ist so ein Klick entstanden, wo wir am Montag einfach geplant haben, was machen am Freitag. Und es hat sich wie durch die ganze Woche gezogen, wo wir wirklich haben, so fest gefreut auf den Freitag. Und dann ist man einfach Freitag und Samstag ist man keine Party machen. Was ich mir sage, durch mein Elternhaus, hat es da immer begrenzte Zeiten gegeben. Das hat mir natürlich nicht gepasst. Da ist auch das erste, oder meine Rebellion hat da angefangen, wo ich wirklich gesagt habe, nein, und ich will nicht schon um 12 Uhr daheim sein. Das kommt mir alles so wahnsinnig bekannt vor, irgendwie. Ja, das kennen, glaube ich, ein paar, oder? Ja. Und dann bist du, glaube ich, mit 16 bist du ausgezogen, gell? Ja. Ist das so ein bewusster Schritt gewesen, jetzt etwas Eigenes? Definitiv. Also ich kann ganz viele Schwierigkeiten kam mit Zukunft, was soll ich lernen, wohin soll es gehen. Und habe einfach keine Lösung gefunden, bin in diversen Orten schnuppern und habe mich dann entschieden, okay, ich muss so oder so mal weg. Und darum war wie das naheliegendste, Französisch lernen auf Genf. Und dann geht es ja Richtung Hotellerie, gell? Ja. Und Zermatt. Und ist natürlich, kann man sich vorstellen, das ist natürlich... Man kann es recht abgehen zwischen den Touren. Mhm. Also die Geschichte, die du erlebt hast mit 17, ein Absturz an einer Partynacht, wo dann eine Nacht kommt, beziehungsweise ein Aufwachen aus einer bestimmten Situation, wo du musst sagen, was ist da eigentlich passiert? Das ist so eine Horrorvorstellung, oder? Mhm. Ich bin mit einer Kollegin ausgegangen und die Kollegin hat irgendwie aufgekommen mit einem Freund und ich habe gesagt, ja, kein Problem, ich bleibe noch ein bisschen länger so. Es war schon nicht spät und sie ist daheim gegangen. Ich war dann alleine in Zermatt so. Und was auch immer nachher passiert ist, ich weiss nicht mehr viel. Ich habe wirklich nur noch Ausschnitte gehabt, die ich im Nachhinein zusammenbekommen habe. Aber in dem Moment bin ich auch plötzlich verwacht. Irgendwo nicht in Zermatt. Und es war als ob eigentlich wirklich so gerade die richtig der Boden unter den Füßen weggeht. Und ich habe gemerkt, ich habe zuerst mal realisiert, es war irgendwie 10 oder so. Ich hätte vor 2 Stunden nicht mehr so arbeiten. Und das war so der erste Moment von Scham. Zack, Scheibe. Und ich bin pflichtbewusst und ich habe das gelernt. Man muss pünktlich arbeiten. Zack, zack, zack. Und das war ein schlimmes Gefühl. Und nachher zu realisieren, wow, kann ich sagen, was ist passiert? Keine Ahnung, wer der Typ aus mir ist, noch nie gesehen. Also wie in einem Filmriss, oder? Ja, absolut. Ja. Hast du dich stark müssen sortieren, nachdem was du dort erlebt hast in dieser Nacht? Also ganz viele Sachen, die durcheinander waren, wo du vielleicht keine Orientierung mehr gehabt hast. Mhm. Ich habe halt gemerkt, dass das Schamgefühl, das da wirklich auf mich kam, dass es mich unglaublich beeinflusst hat in allem, was ich irgendwo gemacht habe. Und gleich habe ich versucht, die Nacht einfach zu vergessen.
Und nach der Pille danach, als ich die genommen habe, war es wirklich für mich noch eine Geschichte. Ich habe immer versucht, da zu teilen, was natürlich nicht geht. Irgendwo durch. Aber was irgendwie im Nachhinein so schlimm ist, dass ich eigentlich noch mehr Party gemacht habe. Und nicht bin auf der anderen Seite, die ich mir auch gewünscht habe, noch mehr aufzupassen, sondern ich bin noch viel tiefer drin. Und dass man das versteht, ist es mehr ein Schmerz gewesen, wie du das empfunden hast. Und der ist so unangenehm, dass du alles versuchst, um das zum den Weg zu kriegen. Oder wie fühlt sich das an? Eben Scham ist ja ein Element davon. Ich glaube, es ist vor allem Scham. Mhm. Also klar ist für mich wie das erste Mal und ich wollte das unbedingt teilen mit jemandem, den ich wirklich gerne habe. Und wenn du merkst, ja, es ist jetzt, du bist jetzt nicht mehr jungfrei, verlierst du irgendwo den Wert von deinem Körper. Und das heisst, irgendwo sicher auch der Schmerz verbunden, aber vor allem war es Scham, die mich so hat. Ja, ist es auch ein gewisses Grundvertrauen, das man verliert? Ja, oder absolut. Oder wo du das verloren hast? Ja, definitiv, definitiv. Ich habe gemerkt, dass ich nachher plötzlich viel offener war, auch bezüglich Männer, und einfach wirklich meine Werte verloren habe. Und das, was für mich so schlimm ist, dass ich den ganzen Tag das Gefühl hatte, ich bin alleinig. Und das Gefühl von der Einsamkeit, obwohl du mit in der Menschen bist, das ist das, was mich halt wieder in die Menschen getrieben hat. Und wo findest du Menschen? Ja, im Ausgang. Wo findest du Liebe? Im Ausgang. Anerkennung. Und gell, wenn du nicht mehr kannst, in den Spiegel schauen und sagen, hey, bist du toll und siehst gut aus, ja, dann holst du es von anderen Menschen. Also konkret, du hast immer jemanden gebraucht, der mit dir unterwegs ist. Es ist wirklich, ich habe mir das mal überlegt, als ich mit gut wie alles aufgearbeitet habe. Und ich habe gemerkt, dass ich ab 5 Jahren quasi nie alleine geschlafen habe. Respektive auch nicht alleine war oder dementsprechend. Und wenn ich mal alleine war, dann habe ich irgendwie mich anders betäubt. Sei es jetzt Kiffen oder sonst irgendwie auch in einem Suff, wenn wir alleine sind. In diesem ganzen Prozess von Verarbeitung und Verdrängung, muss man auch sagen, was dir dort alles passiert ist, hast du dann irgendwann auch Schlafstörungen entwickelt. Du hast immer mehr Fragen kann nach deiner Identität, wer bin ich überhaupt, oder? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass du auch einen gewissen Zusammenbruch gehabt hast. Mhm. Und dann hast du deine Mutter kontaktiert. Mhm. Ist es gleich dann noch plötzlich, ist noch interessant, wenn man, dass Mami wieder Bezugsperson wird in gewissen Moment. Mhm. Ja, sehr. Es war wirklich so, dass es für mich ein Moment war, wo ich gesagt habe, hey, woher mit meinem Leben? Ich habe wirklich keinen Sinn mehr gesehen in meiner Existenz. Ich habe sehr viele Fragen ans Leben. Überhaupt, was soll das hier alles und wohin geht es und was macht das für einen Sinn? Und in dem Ganzen, wo ich gemerkt habe, ich bin so eine innere Traurigkeit, die ich mit mir mitschleppe, habe ich bei der Mama angeleitet. Und Mama hat mir versucht, halt irgendwie gut zu sprechen. Oder? Und was aber nachher wirklich entscheidend ist, dass sie mir ein paar Tage später ein Päckchen geschickt hat. Und in dem Päckchen war ein Büchlein. Und im Büchli, das ist das Andachtsbuch, wo man eigentlich jeden Tag so ein bisschen etwas lesen kann. 366 Liebesbriefe von Jesus heisst es. Und ich habe gedacht, ja, was soll ich zu verlieren, oder? Lesen wir mal da drin. Und ich bin vom Balkon gekommen, habe die erste Seite wirklich brick geschlungen. Ich kann mich erinnern, es hat mich sehr gepackt schon. Und irgendwie mit jeder Seite ist es wirklich gefühlt mir besser gegangen. Und es ist wirklich, also, wenn mich jemand aus dem schwarzen Loch hat rausgetragen und wieder so auf die gerade Bahn. Ich kann es mir nicht vorstellen und erklären, wie das gehen kann, dass ich vor einer halben Stunde noch so in dem Trübsal war. Und das tut das gut, hat es einfach gewechselt. Das ist ein Moment, oder ein, ja, wie so ein Konfitüren-Moment, den ich wirklich eingepackt habe in meiner Seele und gewusst habe, ja. Kannst du es jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch noch ganz anders einordnen, kann ich mir vorstellen. Ja. In deinem Leben. Du bist natürlich ein Mensch, der für Freiheit steht, für Rausgehen, für Erleben, für mit allem, was eben dazugehören kann. Und dann bist du aufgebrochen mit deiner besten Freundin. Ja, ja. Die Welt zu entdecken. Ist dort klar gewesen, was er alles will? Oder ist es einfach mal losgegangen Richtung Asien? Ein bisschen beides, würde ich sagen. Wir hatten schon ein bisschen solche Grundbausteine von der Reise, aber sonst ist es sehr sehr viel auch spontan gsi, ja, genau. Und als ich da in Thailand war, war ein Stopp gsi, da hatte ich wie so auf das Herz bekommen. Ich hatte wirklich so das Gefühl, hey, ich muss mir jetzt ein Tattoo stechen. Und ich habe mir gedacht, ich will mir ein Kreuz tätowieren.
Und also so ein Kreuz, wo Jesus Christliches Kreuz. Ja. Und nicht das Kleine, sondern ich habe mir wirklich meinen Rico tätowiert. Also nicht gerade ganz, aber das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich will dem Gefühl, das ich eben erzählt habe, gerade vorher, ich will dem auf die Spur gehen eines Tages, aber ich weiß, dass es jetzt noch nicht kann, dass es wie noch, ich kann noch nicht loslassen, dem Ganzen, was mich irgendwie am Leben behaltet oder an den Männern, an Drogen und so. Und ja, hat er mir versprochen, dass ich eines Tages das gehe suchen, was das war. Und das hast du können dort? Ja, als ich in Afrika hat das angefangen, wo ich ganz bewusst mir gesagt habe, okay, ich will dir gut suchen, wenn es nicht gibt. Und dann wie ich gefordert und gesagt, wenn es nicht wirklich gibt, dann jetzt bin ich hier, einen Monat in Afrika, ich werde nichts konsumieren können. Ich werde sogar eine 5-Franken-Bibel kaufen. Und ich verlange von dir, dass wenn es sie gibt, dass du mir irgendjemanden schickst, der mir das Buch irgendwie erklären. Und es war wirklich so, dass zwei Wochen später einer kam in das Guesthaus und wir waren dort die einzigen Europäer weit und breit. Und der ist gekommen und ich habe in seinen Augen gesehen, dass er etwas trägt, was ich unbedingt will und wo ich auf der Suche bin danach. Und ja, es hat sich so gestellt, dass er wirklich mega Jesus liebt und mir sehr, sehr viel hat können helfen in dem, okay, wer ist der Jesus überhaupt? Und dann aber jetzt, du sagst im Nachhinein, so etwa erst 2018, wo du in einem Workshop warst in Basel, hast du eigentlich so richtig zu Gott gefunden? Ja, ich glaube, da habe ich mich entschieden, wirklich Gott kennenzulernen. Und aber wie du gesagt hast, sind schon immer wieder so Punkte gewesen, auch von der Erziehung her. Das heisst, irgendwo habe ich gewusst, da gibt es einen Gott. Hast du zwischen ihnen auch wieder weg da? Absolut. Es war wie so eine Achterbahn gewesen, ja, in dem Verständnis, ja, wer ist der Gott überhaupt und gibt es nicht wirklich. Aber als ich nachher wirklich gesagt habe, ich will ihn suchen und ich entscheide mich, in eine Bibelschule zu gehen, nach dem Workshop, war es für mich schon so eindeutig gewesen, okay, jetzt wird ein anderes Leben kommen. Und jetzt lerne ich Gott kennenlernen, weil ich weiss, irgendwo ist er. Ich habe ihn doch erlebt. Und zwischen ihnen hast du nicht mehr Party gefeiert? Auf dieser Suche kann man sich fast nicht vorstellen. Mal. Mega das Doppelleben war wirklich. Ich habe wirklich Velo mein Leben in den Griff kriegen und Velo Veränderung sehen. Und ich weiss, dass ja das alles schädlich ist zu mir. Das tut meinem Körper nicht gut. Und ich komme nicht weiter. Also habe ich gewusst, ich muss weggehen aus meinem Umfeld, weil ich nicht da Nein sagen kann, weil ich so schwach war in dem. Und für mich war das wie, ich weiss, ich gehe daher für ein neues Leben. Wie hast du es denn heute mit dem Alleinsein? Und mit der Verarbeitung von dieser schwierigen Nacht? Vielleicht auch zur Verarbeitung, weil das ist wie die Grundlage, dass ich sagen kann, wie es mir jetzt mit dem Alleinig geht. Für mich ist wie, wenn ich nach Amerika kam und in der Schule war, im ersten Gottesdienst, habe ich wirklich ganz fest davon eine Begegnung mit Gott. Es war wie für mich, als ob ich es geschafft habe, als ob ich über einen Berg, wo ich den ganzen Versuch geprüft zu gehen, habe geschafft. Und seitdem habe ich nachher wie gemerkt, in mir ist etwas, was mir sagt, hey, wir müssen deine Vergangenheit aufarbeiten. Und ich habe mich dann mit Gott oder versucht, mit Gott irgendwie dort zu gucken. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und ich habe gemerkt, ich muss mir das aufzeichnen. Ich muss mein Leben mir aufzeichnen. Und ich habe so eine Timeline gemacht, wo ich wirklich jede Erinnerung in meinem Leben, die nicht mega positiv war, würde ich mal sagen, habe aufgeschrieben, von Kind auf weg. Und bin mit Gott durch jede Station in meinem Leben habe gesagt, okay, Gott, wir hocken jetzt hier. Ich tue mich bewusst in die Situation reinversetzen, so gut wie es geht. Und ich will wissen, wo du warst in dem Moment. Und habe irgendwie durch das so eine unglaubliche Heilung erleben, wirklich, wenn ich gemerkt habe, Gott ist immer da gewesen. Und er hat mit mir geflannen. Und ja, er hat es vielleicht nicht verhindern können, aber er muss es verhindern. Du würdest sagen, er war immer bei dir gewesen. Eigentlich bist du nie allein gewesen. Definitiv, absolut. Und das ist das, was mir nachher wie hat Heilung gebracht hat. Ja. Und jetzt bist du, wenn wir jetzt in die Zukunft gehen, mit der grossen Liebe von deinem Leben ins Gespräch kommen, dann kommt noch eine andere Realität drin, nämlich es geht weiter. Das alles, was du erlebt hast, stellst du heute Menschen zur Verfügung. Oder? Warum gehst du mit dieser Geschichte so frontal raus? Weil es genauso schambedeckt ist. Und ich Jahre in diesem Scham gebadet habe. Und Freiheit dadurch kommt, wenn du darüber redest. Und ich weiss, dass es
vielen Mädchen oder auch vielleicht eine männliche Person, ich weiß es nicht genau, wie die Quote da ist, aber das ist kein Einzelfall. Es gibt ganz viele, die das Gleiche erleben und wo merken, eines Tages, es tut sich immer noch. Oder ja, es hat immer noch einen Effekt in ihnen. Und darum ist es so wichtig, dass man über Sachen redet. Allgemein über, ja, aber ich bin auf meinen sozialen Medien bin ich sehr offen über Gott, weil ich einfach, hey, das hat mir mein Leben gerettet, regelrecht. Und als ich aber das Erlebnis hatte in Amerika, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich über einen Berg, war mein erster Wunsch, ich muss es meinen Freunden erzählen. Ich muss ihnen erzählen, was passiert ist und wie frei ich mich jetzt fühle und hey, wie geht das überhaupt, oder? Und das will ich wie auch mit den sozialen Medien ausdrücken für Menschen, die Gott nicht kennen. Und es gibt ganz viele Menschen, gerade die junge Generation, die so ein falsches Bild haben, wenn ich euch hatte, dass die das davon irgendwie die Chance bekommen, mal anders anzuschauen. Und darum will ich mit dem an die Öffentlichkeit. Also eine gewisse Versöhnung ist da in dein Leben reingekommen, der Glaube, ein persönlicher Glauben ist da reingekommen und der Mann von deinem Leben. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, oder? Der Samuel, den lernen wir jetzt kennen zusammen. Also, du kennst ihn ja schon. und wir lernen ein bisschen ganz Spezielles kennen. Ist das okay? Danke vielmals bis daher. Gell? Danke dir. Halt! Ja, wo fährst du hin? Bist du so ein wilder Typ, Samuel? Jetzt hättest du mich fast verkarren, der Wort. Also, ich glaube nicht immer, dass wir ganz viel Autos laufen. Hey! Jetzt machen wir ein Ding wie? Wie sagt er? Nein, lassen wir das. Das ist ein anderes Format. Das ist ein anderes Format. Hey, aber wirklich, ich habe das erste Mal gedacht, jetzt komme ich ein Päckchen über. Hast du nie so eine Farbe gehabt, bei dir die Heim vorgefahren ist, kennst du die Zeiten nicht mehr? Nein, ist das schon so weit zurück? Leider schon ein bisschen aus. Ja. Hey. Das ist älter als ich von dem her. Du bist jetzt. Über das reden wir dann nachher, gell? Wieso, dass du ihr Traummann bist, beziehungsweise wieso das dann bist? Darf ich mal reinschauen? Nicht so. Ich bin in Gewunderung. So ein Büsschen, das so eine Bedeutung hat in deinem Leben, ja. Muss ich natürlich schon. Okay. Hey, du wärst für wie viele Tage ausgerüstet? Also, für etwa eine Woche, vielleicht zwei, vielleicht drei. Ich habe einfach sehr gerne Gewürz. Das macht das Leben alles ein bisschen spicy, ein bisschen freudiger, ein bisschen würziger. Und von dem her. Geld, die neue Noten gibt es. Nicht immer das gleiche. Du bist technisch recht fit. Du hast eine Ausbildung. Also, ich habe jetzt gerade als Polymech abgeschlossen. Eigentlich nach der Kante, wo ich eigentlich so. Ich bin mega ins Druck hineingekommen, durch das System, das ich nicht mehr konnte. Da bin ich schon ein Jahr zu früh raus. Also gar nicht abgeschlossen. Und dann habe ich das Büsschen gefunden und dachte, oh wow, jetzt kann ich mir darüber meinen Traum ermöglichen. Was ist der? Eigentlich, zu dem Zeitpunkt war mein Traum einfach mal frei. Einfach in die Natur, in die Welt, raus, das Zeug kennenlernen und Freiheit zu haben. Bedeutet es für dich das auch? So symbolisch ja, fast ein bisschen. Ja, mega. Weil ich habe mich lange, ich von meinem Typ aus, wenn ich nicht mehr mag, oder wenn ich den Druck verspiele, ziehe ich mich zurück. Und dann habe ich mir im Game meine eigene Welt aufgebaut. Über 10 Jahre lang. Du warst ein richtiger Gamer. Ja, bist am Abend. Gerade in Kante, bist am Abend heimgekommen. Okay. Wie eine Parallelwelt. Ja, wo ich dort mich zu Hause gefühlt habe. Das war meine Welt, wo ich mit dem Ganzen wieder anfangen konnte. Und dann da ist so ein Freiraum, der dann entsteht, oder? Ja, das ist so. Salomon hat sehr offen geredet, so über ihre Geschichte, was sie heute erlebt und so. Bist du grundsätzlich auch so ein offener Mensch, der sein Innerste nach Hause kehrt? Gute Frage. Hat sich etwas geändert. Ich bin tendenziell eher der Zurückhaltende. Aber gleich finde ich, dass wir gerade mit unserem Leben und mit dem, was wir machen, können das Zeugnis sein für andere. Wir können Ermutigung sein, können sie zu Jesus hinführen. Also du hast ja auch eine Geschichte erlebt. Ja, das war jetzt für mich eigentlich mein Mensch. Das hat mich zu Jesus geführt. In dem Stil, dass ich mit ihm reisen wollte. Und als ich nachher in Freiburg war, war ich nur eine Stunde dort. Und ein Kollege von mir hat gerade hinter mir parkiert und hat mich eingeladen. So, hey, komm doch bei uns nachher vorbei. Und dann bin ich am nächsten so Tag. Alltag, im Alltag? Ja, also er ist zu seinen Großeltern gegangen. Für 1,5 Stunden hat er. Und dann hat mich dort eingeladen, in Freiburg, so, irgendwas. Das klingt so,
Für dich klingt es vielleicht völlig klar und normal, aber das klingt für ganz viele Leute, die das jetzt sehen, ganz irgendwie so, was ist denn da passiert? Ein Bösschen und dann redet einer von Jesus plötzlich und so alltäglich und selbstverständlich. Kannst du das verstehen? Kann ich verstehen. Dass du es als etwas Fremdes empfindet fast? Ja, habe ich zu dieser Zeit auch als Fremdes empfunden. Ich wollte dann nichts damit zu tun haben. Obwohl ich aus einer christlichen Familie aufgewachsen bin, ich mit Jesus habe ich nicht gekannt. Ich hatte nicht etwas Persönliches. Und dann kriegst du nachher, als er mich eingeladen hat, die Begegnung, die mich Jesus berührt hat. Und die Freiheit, die ich mir im Deltaflüge, im Game, im Büsli suchen wollte, wenn ich so, ja, jetzt bin ich daheim, da bin ich in ihm gefunden. Ich habe dann so einen tiefen Frieden verspürt in mir. Und dann gesagt, also, der will ich nicht mehr haben. Das ist nicht das. Und nicht nur Beziehung zu Gott, auch eure Beziehung hat sehr viel mit dem zu tun, gell? Über das reden wir noch an einem Ort. Wir treffen uns irgendwie so in 10 Minuten, 40 Stunden. Und dann bin ich echt gespannt auf eure Liebesgeschichte, wie das dort gegangen ist. Und vielleicht hast du noch die eine oder andere Game-Empfehlung für Anfänger. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ist das okay? Komm schon aus dem Fenster. Wir sehen uns. Ja. Ist gut. Wir sehen uns. Let's go. Bis nachher. Schön, dass ihr hier sind. Ja. Ein Bössli, das spielt schon eine grosse Rolle in eurem Leben. Mhm. Also auch was eure gemeinsame Liebesgeschichte anbelangt. Ehemaliger Mitbewohner hat gesagt, ja, ihr könnt vom Studium eine, die sehr cool ist und auch gerne so mit Bössli unterwegs ist. Und hat sie eingeladen zu uns zum Brunch. Ja. Und dann? Ich weiß nicht, bin da ich. Der grosse Knaller. Ja, nein, wirklich. So. Richtig kitschig. So richtig, ich hätte mir das nie gedacht. Ist aber schön. Ja, cool. Nein, er ist mit dem Tag gekommen. Ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, hey, das ist der Mann, den ich heirate. Und nachher weiss ich, weil es nachher an dem Brunch war. Es waren mega viele Leute. So. Und ich habe immer wieder versucht, so, ist in den Blick zu fahren. Keine Chance, sag ich, keine Chance. Aber du hast sie schon wahrgenommen. Ja, ich habe sie sehr schön gefunden. Da war ich nicht zu fest geschaut. Das sind aber eine gewisse Verunsicherung ausgelöst, offensichtlich. Ja. Also, ja. Eigentlich das Bössli, das für dich so Einstieg war, glaubensmässig in deinem Leben. Und dann nachher plötzlich auch noch die Verbindung geschafft zu der Salomin. Ja. Finde ich jetzt eigentlich auch noch speziell. Und jetzt habt ihr auch noch etwas vor damit. Also, es ist auch eine gemeinsame Vision, die ihr habt. Kann man die in wenigen Sätzen darstellen? Also, wir haben es jetzt nicht direkt mit dem. Also, wir sind nachher noch ein paar Jahre im Wallis unterwegs, wo wir einen grossen Kastenwagen umbauen wollen, dass man drinnen wohnen kann. Okay. Dass es unsere mobile Wohnung ist, dass wir nicht irgendwo auf ein Zuhause oder ein Haus oder etwas angewiesen sind, sondern direkt vor Ort mit den Leuten sein können. Dass man einfach sagen, wenn Gott sagt, hey, geh dort und dort durch. Dass wir einfach gehen können. Wir sind beide, aber auch, also das wäre die Mission fast ein bisschen dahinter, die ihr gemeinsam habt. Bedeutet es aber auch so ein bisschen das, was ihr auch immer gesucht habt im Leben? Freiheit, Mobilität, nicht immer am gleichen Ort sein? Oder lese ich da zu viel rein? Nein, das stimmt voll. Ich glaube, wir sind beide gerne sehr. Schnelllebig. Ich liebe es von unserer Generation inner, es kann ein Defizit sein. Aber ja, es ist für uns so schön, immer wieder einen neuen Ort zu finden, wo man sich wirklich wohlfühlen, wo man gerade Bord aufmachen, wir sind in der Natur. Im besten Fall sind dann gerade andere Leute da, die wir irgendwie kennenlernen. Und es ist so schön, einfach Menschen durch das wirklich vermehrt unterwegs zu sein. Das tut schon sehr viele Borden auf, wo du nachher eigentlich darfst, in Menschenleben drin sehen. So. Auch eine gewisse Spontanität, einfach mal entscheiden, ja, komm, jetzt gehen wir weiter oder wir bleiben jetzt da länger. Also,
das würde sich bei mir jetzt so wie einen roten Faden durchziehen, wenn ich euch zulasse. Begegnungen sind euch auch wichtig. Immer wieder sich auf andere Leute einlassen. Das braucht aber auch grosse Offenheit. Verschiedene Kulturen zum Beispiel gegenüber verschiedenen Menschen. Das ändert grundsätzlich. Ja. Ich bin einfach überzeugt, dass es lebensnötig ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass man könnte einfach so mit irgendetwas von außen kommen und sagen, oder die Leute in den Kirche oder so einladen. Mhm. Es ist viel schöner, wenn man mit ihnen unterwegs sein kann, wenn man sie so Orte wie hier treffen können. Einen Kaffee trinken, austauschen, reden. Und gleichzeitig die Jugendanlässe, die im Wallis sind, ist das, dort ist etwas eher Fixes, oder? Ja, voll, wahrscheinlich, ja. Das ist etwas anderes, definitiv. Da haben wir die Idee gehabt, dass wir versuchen, die Jugend, die es ja gibt, die wirklich wissen, hey, da gibt es Gläubige gegeben über Wallis. Und die wollen wir aber zusammen verkommen. Dass die sich mal davon kennenlernen und davon sehen, ah, der von hier und die von da, die glauben ja einen Gott so. Weil das ist im Wallis noch sehr anonym mit der Glauben. Und durch das haben sehr wir das... Privatsache, manchmal, einen bei allen. Ja, sehr, aber, doch. Und das ist auch eine Hilfe, oder irgendwo, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt mal, da sehen wir die Not vor der Tür, das machen wir. So we did. Ja. Salomin, wir haben bei dir angefangen, mit dieser Geschichte, die sehr eindrücklich ist, irgendwie, wo du plötzlich an einem Punkt bist, von Zusammenbruch, von nicht mehr allein sein können. Bist du irgendwo jetzt an einem Punkt, wo du kannst sagen, ja, jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist, das ist wirklich nicht mehr ein so grosses Thema. Ja, angekommen ist immer so ein schwieriges Wort. Ja, so also vorläufig, oder? Ich hoffe, wir kommen nie ganz an. Ja, nein, aber jetzt, darum sage ich jetzt gerade. Im Moment ist es wirklich... sehr, ja. Sehr. Ich fühle mich mega, mega wohl, mega frei in dem, was ich mache. Und habe das Gefühl, dass es wie richtig ist, da wo ich jetzt bin. Ja, und ich kann nicht irgendwie das Bedürfnis, gerade wieder loszuziehen. Weil gell, die letzten 5, 6, 7 Jahre war ich höchstens ein halbes Jahr an einem Ort. Dann habe ich schon wieder gewechselt. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren stetig schön im Ort. Plus minus am gleichen Ort. Das ist schon... Es ist unglaublich, irgendwie. Hast du gleich auch deinen Beitrag dazu geleistet, dass sie jetzt auch eingefangen werden können, oder? Und die sind ja doch recht verschieden auf eine Art, wenn man so das Gefühl hat, so von außen, oder? Hey, ich danke vielmals für eure Offenheit. Ja, es braucht auch noch einen gewissen Mut, sich so herzustellen. Und alles Gute. Danke. Wichtig, gute Zeit wünsche ich euch. Merci. Danke vielmals. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns schreiben. RF Medien, Fenster zum Sonntag, 83 30 in Pfäffiken. Oder ein E-Mail an tv@rf.ch. Danke fürs Interesse, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde präsentiert von iDynamics, der innovative Softwarepartner für Unternehmen in der Bau- und Gemüsebranche.